Kennst du das auch? Du hattest dir eigentlich vorgenommen zu üben, aber irgendwie kriegst du dich nicht so richtig motiviert. Die Flöte liegt da, du hast sie schon ausgepackt, aber du weißt nicht so richtig, wo du anfangen sollst, du weißt nicht so richtig, was du üben sollst und kriegst dich einfach nicht motiviert. Diesem Problem, dem wollen wir heute zu Leibe rücken, denn das kennen wir alle. Und da wollen wir mal schauen, ob wir nicht dafür ein paar Lösungen finden. Bleibt dran! Tja, was hier gerade mit dir los ist, das ist im Grunde genommen nichts Schlimmes. Das gehört dazu. Wir haben Höhen und Tiefen und es gibt Phasen, da können wir gar nicht genug kriegen vom Flötespielen und es gibt Phasen, da ist es halt einfach zäh. Das wirst du mit anderen Dingen auch haben. Das hast du auch mit Sport. Es gibt Phasen, da läuft es gut und dann läuft es halt auch mal wieder nicht so gut. Man ist auch nicht immer gleich drauf. Die Frage ist nur, wie kriegen wir das halt hin, wieder so ein bisschen Spaß an der Sache zu bekommen? Und da wollen wir jetzt mal überlegen zusammen, woran das denn liegen kann, warum bei dir die Luft so ein bisschen raus ist. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, man trampelt auf der Stelle. Zumindest hat man so das Gefühl, dass man einfach nicht weiterkommt. Das mag damit zu tun haben, dass du mittlerweile einfach schon viel weiter bist und deine Erfolge nicht mehr so messbar sind. Ist doch klar, je weiter du kommst, desto kleiner werden doch deine Fortschritte. Und möglicherweise siehst du die gar nicht mehr. Das ist dann wirklich sehr anstrengend, natürlich, sich da wirklich nicht frustrieren zu lassen davon. Versuche also so selbstkritisch dich zu betrachten, dass du doch die kleinen Fortschritte auch sehen kannst. Ist ja klar, als du angefangen hast, hast du riesengroße Fortschritte gemacht und je besser du wirst, desto kleiner werden die natürlich und desto mühsamer ist es auch, sich zu verbessern. Eine andere Sache, warum man möglicherweise nicht so richtig motiviert ist zum Üben, ist, dass man keinen roten Faden hat. Also wenn man keinen Plan hat so richtig und so vor sich hinspielt, dann kocht man arg in seinem eigenen Saft. Aus meiner Erfahrung ist es immer gut, und da sollte dein Lehrer dir wirklich so ein bisschen unter die Arme greifen, einfach so einen kleinen Plan zu haben. Man macht die und die Tonübung, die und die Technikübung. Und das Stück, was halt deinem Könnensstand angemessen ist. Das wäre wieder der nächste Punkt, was dich eventuell frustrieren könnte, wenn du einfach die Latte zu hoch gehangen hast. Also wenn du dir ein Ziel gesteckt hast, was aber doch sehr, sehr hoch ist, also das Stück, was du dir ausgesucht hast, was du unbedingt spielen willst, ist halt sehr, sehr schwer. Möglicherweise trübt das doch ein bisschen die Motivation. Ne, die Menschen sind unterschiedlich. Der eine sagt, so, jawohl, jetzt erst recht und jetzt übe ich so lange, bis ich das drauf habe. Und der andere, der ist dann doch frustriert, weil er einfach immer wieder an den gleichen Dingen scheitert. Und da wäre es zum Beispiel eine gute Sache, das Niveau ein klitzekleines bisschen herunterzuschrauben, dass die Ziele wieder in erreichbare Höhe gesteckt werden und dann wirst du deine Erfolge haben und somit wird auch deine Motivation auf jeden Fall wieder zurückkommen. Was auch ein Punkt sein kann, dass man nicht ganz so motiviert ist, ist, wenn man ein schlechtes Instrument hat. Nicht jeder hat Geld, sich irgendwie was Tolles zu kaufen, aber wenn du da irgendwie so eine Flöte hast, die einfach wirklich schwer anspricht und dumpf klingt und vielleicht auch noch aufgerissene Polster hat und einfach nicht vernünftig deckt, dann wird es halt auch echt anstrengend, sich damit zu motivieren. Dann schau doch mal, ob du vielleicht dir ein anderes Instrument besorgen kannst. Das gibt auf jeden Fall Auftrieb. Eine andere Sache, die einen vielleicht so ein bisschen in der Motivation trübt, ist, wenn man einen nicht so guten Lehrer hat, der einem nicht so zur Seite steht, wie man das bräuchte. Das ist natürlich, ein Lehrer sollte einen wirklich unterstützen und dann Abhilfe schaffen und
Man sollte natürlich auch in der Lage sein, das dem Lehrer zu sagen. Viele trauen sich das gar nicht, ne? Das ist ja auch ein heikles Thema. Also, dass man einfach offen hingeht und sagt, hör zu, ich bin gerade nicht so motiviert, ich weiß nicht, woran es liegt, ich will ja eigentlich, aber irgendwie habe ich mich festgefahren. Und wenn du einen guten Lehrer hast, dann wird er versuchen, dir Sachen an die Hand zu geben, die dich daraus befreien. Schwierig ist es unter Umständen, auch wenn du gar keinen Lehrer hast. Ja, als Autodidakt gerät man schneller an Punkte, wo man nicht mehr weiterkommt. Und nimm dir doch da einfach mal sporadisch Hilfe und ich wette, dass du danach auch wieder motiviert bist. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, was du berücksichtigen solltest, ist, dass du dich nicht nur auf deine Schwächen konzentrierst. Es ist ganz toll, wenn du die siehst, weil das beweist, dass du dich selbstkritisch beobachtest und das ist natürlich wichtig, um als Musiker vorwärts zu kommen, in anderen Dingen auch davon abgesehen. Ne? Also, dass man sich so reflektiert sieht, dass man seine Schwächen bemerkt und dann darauf aufbauend sozusagen die versucht zu beseitigen. Aber wenn du ausschließlich deine Schwächen siehst, ist es doch ganz klar, dass du frustriert bist. Versuche doch auch einmal andererseits deine Stärken zu formulieren und benenne sie. Was meinst du, was dich das motiviert, wenn du deine Stärken ausbaust? Warum hackst du so auf deinen Schwächen rum, was du alles nicht kannst? Nimm doch das, was du kannst und mach es noch besser. Das fällt dir ja leicht. Was meinst du, was du da für eine Motivation rausziehen kannst? Das heißt nicht, dass du deine Schwächen vernachlässigen sollst und dann nicht mehr dran arbeiten. Aber versuche mal, Gleichgewicht aus beidem zu schaffen. Deine Aufgabe für nächste Woche, es wäre mal sinnvoll, wenn du versuchst, in wenigen Worten, vielleicht in 2 Worten, einmal deine Schwächen und einmal deine Stärken zu benennen. Weil alles, was du benennen kannst, kannst du dann natürlich irgendwie verändern. Also, was fällt dir schwer? Hast du zum Beispiel Probleme mit der Fingertechnik? Aber andererseits hast du einen schönen Ton. Ist doch schon mal gut zu wissen. Dann können wir also dran arbeiten am Ton. Vielleicht wäre der nächste Schritt mal ein bisschen am Vibrato zu arbeiten. Natürlich, die Finger wollen wir nicht vergessen, ganz klar. Und dass du einfach für dich mal jetzt formulierst, was kann ich nicht so gut, aber was kann ich gut? Dass du dir darüber mehr Klarheit verschaffst. Und da bin ich mir ganz sicher, dass wir auf der Schiene dann weiterkommen mit deiner Motivation. Meine 7 Tipps kriegst du dann im nächsten Video und deine Aufgabe für dieses Mal ist wirklich deine Schwächen und deine Stärken in 2 Worten zu benennen. Ich fände es ganz toll, wenn du das in die Kommentare schreiben würdest und wenn du mich um Rat fragst, du kriegst auf jeden Fall eine Antwort von mir. Bis dahin, wir sehen uns nächste Woche.